Servus Leute, gestern wurde überraschend der Patch 14.5 angekündigt und heute direkt umgesetzt mit einer 5 Stunden Downtime. Und wir haben Patch Notes erhalten und da gab es die ein oder andere Überraschung. Und da will ich mit euch drüber gehen und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Viel Spaß! Die Patch Notes für den Patch 0.14.5.0, um genau zu sein, verlinke ich euch natürlich unten, wenn ihr sie selber durchlesen wollt. Und dann schauen wir einfach mal rein, was da steht. Started the first iteration of the season system. Damit sind Jahreszeiten gemeint. Und the season change implies a change in the visual part of the locations, ambient sound and weather effects. Also, visuell wird alles überarbeitet, der ambiente Sound wird überarbeitet und die Wettereffekte sind je nachdem. Und dann early spring will be available this update. Also, früher Frühling wird mit diesem Update aufgespielt und die anderen Jahreszeiten werden später aufgespielt. Also sie haben sich wohl dazu entschieden, nachdem der Schnee recht erfolgreich war, Jahreszeiten einzuführen komplett. Und ich bin gespannt. Ich denke mal, mit dem aktuellen Event wird danach Early Spring kommen. Schauen wir mal. Dann eine Überraschung. Der BTR wurde auf Woods hinzugefügt. Das heißt, der fährt jetzt da auch als Taxi wie auf Streets durch die Gegend und man kann ihn mieten und man kann sein Gear ja, in Slash schicken und so weiter. Und dann hier Added a Detailed Suspension System, wenn er hoch und runter fährt. Okay, das ist eine Kleinigkeit. Und dann die Gates am Northern und Southern Roadblock wurden geöffnet und da gibt es jetzt Sniper oder fährt halt der BTR rein und raus. Dann für Ground Zero gibt es jetzt ein Matchmaking-System. Man kann da jetzt auch über Level 20 drauf. Und zwar gibt es hier Beginner-Matchmaking für Ground Zero bis Level 20, inklusive Level 20. Und ab Level 21 gibt es die Map dann für alle. Und dann ab Level 21 wurde Ground Zero etwas überarbeitet. Und zwar, es gibt hier stärkere Scavs. Man kann Rare Loot finden, dann können Airdrops kommen und man kann Airdrops rufen. Und, interessanterweise, Kolontai kann auf Ground Zero spawnen. Und mal sehen, wie da die Spawnrate ist. Also wenn man Kolontai farmen will, kann man das ab sofort auf Ground Zero tun. Und wenn jemand in der Gruppe ist, der über Level 20 ist, werden alle Spieler natürlich das höhere Matchmaking gematcht. Dann, when playing as a Scav, matching is independent of the player's level. Also als Scav ist wohl egal. Keine Ahnung, ob man da in die leichten oder schweren Runden dann kommt. Mal sehen. Dann wurden Quests überarbeitet. Hier noch wegen dem Koop-Modus, das ist eigentlich uninteressant. First Line hieß das. Also die Quests, die mit Level 20 gefailt sind, die failen jetzt nicht mehr. Das heißt, man muss Ground Zero spielen, um beim Questen voranzukommen. Das mit bis Level 20 einfach so spielen, das geht nicht. Haben wahrscheinlich eh die wenigsten gemacht. Und dann wurde für Ground Zero Objectives hinzugefügt. Shooter Born in Heaven, ab sofort auch auf Ground Zero. The Guide muss man auch überleben. Peacekeeping Mission, also 12 Scav Skills in dem Unteroutfit. Survivalist Path, Eagle Owl, was sind das nochmal? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Escort, Slaughterhouse und Information Source. Also die Quests wurden auf Ground Zero erweitert. Und dann Weeklies und Dailies wird es auch auf Ground Zero geben. Dann Sound. Adjusted the Sound System. Updated the Ambient Sound to match the current season in-game. Also für die Jahreszeit wurde die Hintergrundgeräusche, der Ambient Sound geändert. Windlautstärke basiert jetzt auf der Stärke. Und das heißt wahrscheinlich, dass der Wind leiser wird, hoffe ich. Dann updated the Indoor Rain Ambient, okay. Indoor Rain, also Indoor Regen Ambient, mal sehen, was das heißt. Dann smoother transitions between day and night, also Tag und Nacht haben ja unterschiedliche Hintergrundgeräusche und das ist jetzt Ganze ein bisschen smoother. Genauso wie wenn man Indoor und Outdoor geht. Mal sehen, was das bedeutet, muss man testen. Dann hier ist was Wichtiges, improve the audibility through door and window openings. Das heißt, wenn man innen steht oder innen in einem Gebäude ist und dann nach außen schaut, dann hört man das jetzt vielleicht besser. Davor war es so, man hat es nur ganz dumpf gehört und so weiter. Und wenn man aus dem Fenster rausschaut bzw. rein, dann genau dasselbe. Mal sehen, wie sich das wirklich äußert, ist natürlich hier immer bloß so knapp beschrieben. Muss man dann auch in-game testen. Und im BTR hört man jetzt weniger, da gibt es jetzt hier eine Geräuschunterdrückung, weil man drin sitzt. Dann UI Improvements. Da gibt es einiges. Edits the Damage and Penetration Stats to Ammo Inspector Screen. Also man sieht jetzt in-game bei Ammo, bei Munition, den Schaden und die Penetration und vielleicht noch ein paar andere Stats. Und sogar gegen verschiedene Armor-Classes, wie hoch die Penetration-Chance ist in Prozent. Interessante Sache. Auf jeden Fall ein gutes Quality-of-Life-Feature und war auch nötig. Ich glaube, in Arena war das schon drin. Jetzt ist es auch im normalen Tarkov drin. Dann das Skill-Menü wurde auch überarbeitet. Es gibt jetzt eine Beschreibung, wie die Skills sich leveln. Das ist sehr gut, muss man jetzt nicht mehr auf dem Wiki nachschauen. Und
Numerical Volumes, es gibt jetzt auch Zehntel, die angezeigt werden, okay. Und es gibt eine Progress Bar, je nachdem, wie viele Skill Points man schon in einem Raid gelevelt hat. Also wenn man während des Raids in Skill Tab schaut, dann sieht man jetzt wohl eine Progress Bar, wie viel man gelevelt hat. Und dann kann man jetzt über Stock Tag im Lobby Screen aufs Profil von dem Spieler gehen. Muss man jetzt nicht mehr von Hand eingeben, sehr gut. Und hier, man kann jetzt direkt auf der Profile-Page von einem Spieler reporten. Ha, ja, da werden die Reports natürlich ein bisschen steigen, aber das ist jetzt möglich, ist letzten Endes eine gute Sache und auch nötig, wenn man bloß den Namen von jemandem weiß und dann einfach, ja, da reporten kann. Dann, Bonus-Button, Bonus-Information, Hall of Fame Zone, alles klar, muss man sich anschauen. Dann andere Changes, AI-Changes, hier wie sie in Deckung gehen, die Scares. Dann hier ist was Interessantes. Change the Lightning inside the Ultra Mall on Interchange. Also sie haben die Beleuchtung auf Interchange in der Mall bearbeitet. Könnte sehr gut sein, könnte ein großes Ding sein. Schauen wir uns an. Und dann, es gibt jetzt ein Soundsignal, bevor der BTR abfährt von einem seiner Stops. Dann Improved Hit Registration, Players do the Tilt Quick. Okay, Hit Registration Improvement passt. Dann Fixes. Fix the Geometry. Das ist das, was interessant ist. Fix the Geometry and Settings for Locations aimed at more accurate. Mal sehen, dass ihr das auch seht. At accurate operation of the vaulting climbing mechanics added the ability previously unblocked. For example, the windows of Health Resort. Man kann jetzt durch die Window vom Health Resort vaulten. So verstehe ich das. Und das Vaulten, da habe ich ja, das war ja, ist ein Riesenpunkt für mich, dass das jetzt besser funktioniert. Im Großen und Ganzen lese ich hier raus, ob das wirklich so ist. Müssen wir dann ausprobieren. Aber ich hoffe, dass es so ist und dass das Vaulten grundsätzlich einfach jetzt besser von der Hand geht und ein Schritt in die richtige Richtung ist. Wahrscheinlich wird es noch nicht perfekt sein und es braucht noch ein bisschen mehr Fixes. Dann AI Behavior Stationary Weapons, okay. Dann Damage Calculating für Limp Penetration. Das heißt, die Hände dürften nicht mehr alle Shots blocken. Das war jetzt in letzter Zeit so. Mal sehen, wie sich das ändert. Und ob man jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr Armpit One-Shots bekommt. Mal sehen. Dann Significant FPS Drops im Offline Raid, wenn man Vaulting over. Okay, das ist für Offline Raid uninteressant. Damage Registration Alpha Ricochet, okay, ist ein Fix. Visual Effects of Painkiller für Night Visions wurde überarbeitet oder gefixt. Bin mir nicht sicher, was es da zu fixen gab, aber okay. Dann Inability, man kann jetzt über den Flea Market auch die Player-Profile aufrufen. Man kann, ja, hier Incorrect Damage, Non-Moving BTR, okay. Dann Return the Display of Ricochet Chance für Helme. Also Helme wird wieder die Ricochet Chance angezeigt, also die Abprallchance. Und Incorrect Camera Tilt beim Lean. Alles klar. Das sind ein paar kleinere Fixes. Sehr interessante Änderungen der BTR auf Woods und so weiter. Und wie sich das Ganze dann in-game, ja, darstellt. Das werde ich natürlich heute auf dem Stream schauen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich bin nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Ihr könnt mir auch schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt an dem Patch. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting days together.